auch hervorragend, um mal wieder irgendwelche geheimen Abkommen an der Öffentlichkeit vorbei abzusegnen. Wie zum Beispiel das Freihandelsabkommen. Oder die Vorbereitung dafür, das CETA. Oder hieß doch so, dass das jetzt gerade schön beschlossen wird, während wir mit unseren Augen auf allen möglichen anderen fokussiert sind. Und dann wieder vorbereitet in den Tatsachen stehen und sagen, das wollen wir eigentlich gar nicht. Das ist halt immer so bei uns. Ziemlich dämlich, aber es hat System. Das wird ja gefühlt bei sehr vielen Dingen schon so angewendet. Und das ist eigentlich einerseits ziemlich deprimierend, aber andererseits halt auch sehr raffiniert, so ein Mittel anzuwenden. Aber halt, mal machen. Ist aber uncool. So. Mal schauen, ob wir jetzt noch vier Spitzhacken. Ich hoffe mal, die reichen. Das wäre nämlich eher uncool, wenn sie nicht reichen. Naja, halt auch das Motiv, das ja nochmal sehr schön zu dem Schein passt. Farblich gesehen. Was ist für zufällig? Sitzt jetzt bei einem blauen T-Shirt zwar wahrscheinlich relativ. Wow. Wenig überraschend. Farblich mit einer grauen Steintextur übereinstimmt, teilweise. Nur, ich bin gerade irgendwie nicht. Deswegen, ja. Lass ich diesen sinnlosen Kommentar jetzt einfach mal. Genauso. So. Man sieht es hier in etwa schon das Ausmaß der ganzen Katastrophe, die mich hier gerade verursacht. Das ist faszinierend. Und da ganz oben steht ein Haus ohne Dach rum. Das ist natürlich eher uncool, aber kann man jetzt auch nicht so. Oha. Da ist ein Loch im Boden. Das ist natürlich auch nicht so toll. Sneak ich beim Abbauen grundsätzlich immer. Aber nämlich man so ein bisschen nicht überrascht werden und runterfallen. Zum Glück hat das heute zweimal auch schon so gut geklappt. Da bin ich nämlich runtergefallen. Ja, mal passieren. Und
wieder zurück. Und es sind aber schon drei hohe Wände hier. Sauerei. Eier rein und die kann ich immer gleichzeitig nebeneinander herbringen. Aber das ist ja ein Kohleblöd. Gibt's aber Schlimmeres. Wobei es ja auch nicht wirklich schlimm ist. Ich würde sagen, zur nächsten Folge könnten wir fast die Schwierigkeitsgrad wieder machen. Jawohl. Ich weiß nicht. Wir haben zwar ein Bett, nur es wird zwar noch dunkel. Zum Bauen ist es auch peaceful einfach angenehmer. So ist es auch nicht ganz okay, wenn man so spielt. Weil man halt wirklich nur am Bauen ist und nicht wirklich großartig. Ich wollte schlafen gehen. Was anderes macht. Wie es jetzt halt bei mir in meinem Fall so ist. Ich kann mir das schon so machen. So. Wieder schön runterfallen und aufs Maul kriegen. Da sind wieder Schafe. Es kommen 4 Stück. Da ist ein Schwein. Das Feld wird riesig. Haben wir zum Glück nicht so oft erwähnt, ne? Essen nutzt keiner weg. Es ist zum Glück sehr, sehr, sehr spannend alles gerade. Nicht wirklich. Gut, ich werde langsam auch müde. Der Kohle-Stack noch aufgefüllt wird.
abgeschlossen. Wenn der jetzt nicht wirklich was bringt. Ich muss auch die Kohle rausbringen, das mal noch schnell. Ja, doch. Da fällt jetzt eine Kohle oben. Oh, so. Viel Stein können wir ihn auch nicht mehr mitnehmen. Eigentlich fast gar nichts mehr. Oh, mir fällt gerade auf. Da oben fängt an, der Greenscreen zu rauschen. Ich weiß gerade nicht wieso. Na, da plötzlich gerauscht. Ich hätte nicht gewusst, wieso das noch passieren kann. Oh, das erste Mal, was passiert ist. Interessant. Jetzt schrotten wir schnell die Spitzhacke und danach sammeln wir noch den ganzen Stein ein, der noch über ist davon. Und dann machen wir noch vermutlich noch ein paar neue Spitzhacken. Bringen wir den Rest noch. Die endgültige Form. Ich glaube, da müssten 3 oder 4 Hacken eigentlich jetzt reichen. Ich meine, viel fehlt eh nimmer. Schon ist die Kobbelkiste wieder gut voll. Faszinierend. Und geht's hier direkt wieder weiter. Ich denke, jetzt kommen wir mit den Spitzhacken definitiv aus. Mehr sollte nicht anfallen hier unten. Und ist auch gut so.